So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Cornel, und es geht hier genau an dieser Stelle weiter. Wir haben im letzten Part schon so ein bisschen gesehen, was uns hier erwartet. Und werden jetzt versuchen, das Ganze gut zu meistern. Wir müssen uns hier immer mittig halten. Logisch, wir dürfen nicht von dem Feuer erwischt werden. Und natürlich auch nicht von allem anderen Zeug, was hier noch so ist. Gut. Das kam jetzt alles, es kommt immer alles ein bisschen überraschend. Ich mache jetzt einfach mal immer so einen schönen Safe State. Da ist schon wieder so eine Kugel. Oh, die Bosa-Flamme nicht erwischen lassen. So, es läuft eigentlich doch ganz, ganz gut. Oh. Ganz gut läuft es doch so an für sich. Geht's hier hoch? Jo. Dann haben wir das doch schon geschafft. Das ist doch gut. Dann war es mit seiner Falle wohl nicht so gut bestellt und wir haben das Level besiegt. Wir haben das Level besiegt. Jo. Wir haben das Level geschafft. Es sah aus wie ein ganz normales Level und es wurde zum Geisterschiff oder zum Luftschiff-Level. So, an dieser Stelle wurde ein kleiner Schnitt vorgenommen. Aus dem einfachen Grund, ich habe mir nochmal hier die Overworld angeguckt und gesehen, dass das hier ein roter Punkt ist. Und dass uns hier dann das Secret Exit ja noch fehlt. Und dann wollen wir jetzt mal eben schauen. Und danach... Nach diesem Level werde ich dann wieder einen Schnitt tätigen und dann geht es wieder in der Himmelswelt weiter, denn sonst haben wir bis jetzt, glaube ich, alle ausgegeben. Vielleicht sollte ich hier nicht so schnell drüber herschwimmen und einfach mal überall gucken. Und vielleicht sollte ich nicht unbedingt die Feder verlieren. Ach, Mensch doch. Yo. Habe ich... Ich weiß gar nicht, wieso ich da nicht drauf geachtet habe, auf jeden Fall. War halt hier ein roter Punkt und ich habe überhaupt nicht gescheckt, dass mir hier dann noch der Secret Exit fehlt. Ich habe aber auch so nichts gesehen, obwohl, nee, warte mal. Jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, doch genau, wir waren da oben in der Röhre, da war das Normal Exit. Oder? Wie war das nochmal? Hier ist auch eine Röhre und da ist die Mittellinie. Stimmt, war das nicht das Level, wo ich das Secret Exit schon gesehen habe, aber dann weitergelaufen bin oben und dann beim Normal Exit war? Das wäre natürlich blöd, dass ich das dann vergessen habe. Schauen wir mal eben nach, ob das genau das Level ist, was ich gerade vermute. Ich kann natürlich auch gerade übelsten Unsinn erzählen, aber ich habe da so eine Vermutung. Und die werden wir jetzt überprüfen. Dieser Part ist dann also ein bisschen durcheinander und mit zwei, drei Cuts, aber ich denke mal, das ist ja auch nicht so schlimm. Genau, hier ist nämlich der Schlüssel und da ist der Schlüssel noch. Und hier sind wir nämlich dann einfach weitergelaufen und dann machen wir das mal. Und gucken, was dabei rauskommt. Das habe ich ganz vergessen. Oh. Rocky Channel 2. Dann machen wir das Level auch einfach mal. Ich freue mich gerade ein bisschen, es ist nicht unter Wasser. Zumindest nicht so ganz. Oh, hier kommt man nicht mehr, hier kommt man nicht durch. Ach, bitte nicht. Ach, geh weg. Okay. Nein! Ach, komm schon, ey. Dummer Cooper. Ach, okay. Nein, nicht... Och, kommt schon, es war so klar, dass ich in den Fisch... Es war so klar, dass ich den Fisch erwische. Okay, jetzt hat's geklappt. Der Fisch hat sich einfach mal unten irgendwie durchgebackt und... Keine Ahnung. Das war auch ein roter Punkt, das bedeutet, hier gibt's auch ein Secret Exit. Dann ist es hier doch eine ganze Wasserwelt irgendwie und wir waren mit dem Sky irgendwie... nee, aber... Och, nee. Ach, okay. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass man hier irgendwie Chell jumpen soll oder so. Ach, komm schon. So. Wie er sich konzentrieren muss. Ah, ich sehe schon. Okay. Ja, das war jetzt nicht ganz so schwierig zu erkennen. Hier geht's also runter und da ist ein Ziel. Bedeutet,
Ein Ziel haben wir schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das der reguläre Ausgang sein soll und es dann nochmal ein Schlüsselloch gibt. Könnte mir auch vorstellen, dass es in diesem Level einfach zwei dieser Ausgänge gibt. Gucken wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Beim grünen Switch. Genau, den habe ich schon erwartet. Beziehungsweise da habe ich mir ja schon Oh, es ist irgendwie alles grün hier. Da habe ich schon erwartet, dass ich den irgendwie verpasst habe. Das habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwo. Und gucken wir mal. Es wurde ja angesagt, dass der grüne Switch Palace irgendwie schwieriger sein soll als der gelbe. Okay, jetzt bin ich verwirrt. So I have this puzzle to get to the switch. For any reason you make a mistake, enter the door to get to. Also, das ist hier ein kleines Puzzle. Und dieses Puzzle. Achso. Da oben ist also sowas. Dieses Puzzle, ja, können wir auch resetten, wenn wir es irgendwie einen Fehler gemacht haben. Oh, da habe ich sogar einen Doppelgrabber hingekriegt. Ha, guckt euch das mal an, ey, wie skillig ich bin. Wow. Okay, also mal überlegen, wenn wir den blauen P-Switch drücken, kriegen wir den silbernen P-Switch. Und können dann hier durch. Und wäre irgendwie blöd, wenn dann hier was in diesen Türen ist, oder? Ihr seht schon, das mit dem Doppelgrab, das war irgendwie nur Glück. Da hatte ich's. Ja, ich habe schon wieder geschafft. Frag mich nicht wie, aber es klappt irgendwie. So, jetzt da drauf, ja, jetzt müssen wir da noch irgendwie drauf kommen, habe ich jetzt blöd hingelegt. Okay, so. Was zum Teufel? Und wo ist jetzt das Rätsel? Okay. Also, das Rätsel war jetzt nicht so schwer. Den blauen P-Switch holen und den silbernen P-Switch holen. Wofür jetzt das Springboard war. Trampolin. Weiß ich jetzt nicht so genau. Keine Ahnung. Egal, wir haben den Switch und es ist auch die Hauptsache. Und jetzt gucken wir mal hier nach dem zweiten Exit. Und dann ist ja doch nicht ganz so viel gekattet. Ich mal gucken, wie lange das hier noch weitergeht. Ich habe jetzt auch gar keine Zeit an, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das hier länger dauert. Aber gut, wir machen einfach mal. Ich werde schon irgendwie so hinbekommen, dass es die richtige Länge hat. Und vielleicht ist dann auch einfach mal ein Part da, der abrupt endet, ohne richtiges Ende. Und ich das dann irgendwie auf zwei aufteilen muss. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ich denke mal, das ist auch nicht ganz so schlimm. So. Den Pilz hätte ich gerne. Schöne Musik hier. Ich weiß gar nicht, woher die ist. Also ich kenne die nicht. Hier ist die Mittellinie. Die haben wir. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Da ist eine Röhre. Mal gucken, was es jetzt noch so gibt in diesem Level. Okay, das sieht doch irgendwie ganz farbenfroh aus. Ja, springende Fische, die mag ich jetzt nicht so gerne, aber gut. Eine Feder. Also ihr seht schon, der Hack ist jetzt, auch jetzt im Moment noch nicht allzu schwer. Ist wahrscheinlich für jeden ganz normalen Jump'n'Run Spieler auf jeden Fall machbar. Und nichts für irgendwie die übelsten Experten, aber das heißt ja nichts über die, hat ja nichts über die Qualität zu sagen oder was auch immer. Denn der Hack macht sehr viel Spaß. Also mir zumindest macht der ziemlich viel Spaß. Das kann ich sagen. Und ja, wofür ist jetzt der P-Switch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht so genau. Ach so, für die Yoshi-Coin. Ach, nur für die Yoshi-Coin oder was?
Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Okay, anscheinend ist der P-Switch einzig und allein für die Yoshi-Coin gedacht. Gut, dann müssen wir das jetzt auch. Level geschafft und mal gucken, wo uns jetzt das Level hinführt. Beziehungsweise, ob es jetzt noch mehr Wasserlevel gibt. Da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Und nein, es bringt uns aber zu einer anderen Röhre. Und jetzt ist natürlich die Frage. Mio, das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt sind wir wieder im Wald und machen hier einfach mal weiter. Und dann werden wir im nächsten Part wieder uns dem Himmel widmen. Und jetzt aber erstmal hier weitermachen. Vielleicht bin ich dann auch einen ganz falschen Weg gegangen, dass ich schon so früh im Himmel war. Vielleicht war das für später gedacht. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Ich habe das Ding ja noch nie gespielt. Also kann ich es auch schlecht wissen. Naja. Gut, Power-Ups haben wir alle abgegeben. Das ist natürlich schon mal eine gute Sache. Mach ich mal hier ein Save-State, damit das Ganze jetzt nicht so... Okay, ich guck mal eben, was da oben ist. Oh, nur eine Yoshi-Coin. Sind wir auch nur so gerade eben hoch oben dran gekommen. Die Musik kenne ich übrigens wieder, die ist wieder vom Mario Bros. 3. Aber ich glaube nicht, dass die Musik davor auch von Mario Bros. 3 war, obwohl hier viel SMB 3 oder Mario Bros. 3 viel Mario Bros. 3 Musik ist. Aber die davor, die kannte ich noch nicht, ehrlich gesagt. Hier gibt es keinen Secret Exit, also glaube ich auch nicht, dass hier in den Pipes, in den Röhren irgendwas Sinnvolles ist. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal aus. Und sterbe hier lieber. Wegen dem blöden Cooper. Oh, komm schon. So, das haben wir geschafft. Den haben wir einfach übertölpelt, gewartet und bis er nachladen musste. In seiner Baseballgun. Ja. Das ist so ein schön, macht doch gerade jeder ein bisschen mehr Spaß zu spielen. Weil in der Himmelswelt komme ich noch nicht weiter im Moment. Och nein. Okay. Das war's dann auch mit dem Wald. Da müssen wir also jetzt doch in die Himmelswelt. Into the sky. Hier komme ich nämlich im Moment nicht weiter. Weil ich das Secret Exit in diesem Level nicht finde. Da habe ich schon fast 15 Minuten aufgenommen. Die werde ich euch aber nicht zeigen, weil ich in dem Part einfach nichts gefunden habe. Es ist ein bisschen verhext. Aber gut. Was soll ich groß sagen? Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut, gucke dann, wie lang das jetzt schlussendlich ist. Wenn das schon so an die 15 Minuten rankommt, was ich hier zusammen habe, dann geht's im nächsten Part weiter. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ansonsten kommt gleich noch was. Bis dann und ciao. Oder bis gleich, euer Korne.